Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pro Evolution Soccer 2019. Mein Name ist Jan, mit einem Mods dadurch können wir in der Bundesliga spielen. Wir haben heute ein Spiel gegen Leverkusen, wir haben ein Spiel gegen TSG Hoffenheim und außerdem spielen wir im DFB-Pokal heute. Champions League kommt auch. Es ist so viel zu tun. Außerdem steht auch schon das Derby gegen Dortmund vor der Haustür. Es ist sehr viel zu tun, wirklich, weil wir haben die letzten beiden Spiele verloren. Einmal gegen Platz 18, den letzten Platz Nürnberg und dann im letzten Spiel gegen Gladbach. Also zwei Spiele hintereinander, 2:1 jeweils verloren. Der größte Chancentod des Jahrhunderts ist geboren geworden in der letzten Folge, nach Weihnachten tatsächlich. Ja, also es gibt eine neue Geschichte quasi, die geschrieben wurde und wir erfahren jetzt, wie es weitergeht. So, ich habe gefühlt noch nie so eine weirde Anmoderation machen müssen, aber es ist einfach wirklich wahr. Was ist da in der letzten Folge passiert, Alter? So wieder gut durchgewechselt in der Startelf. Wir starten so rein. Okay, wir haben eine ganz schwierige Spielsituation. Total ausgeglichenes Spiel. Ohne viele Chancen. Und gleich ist schon Halbzeit. So, da ist der Pfiff. 0-0. Das hatten wir zwar auch im letzten Spiel so. Aber da ist es nicht gut ausgegangen. Aber da war auch... Ja, also ich bin noch nicht wirklich zum Abschluss gekommen. Das ist krass. Immerhin bin ich dadurch schon mal bis jetzt kein Chancentod, weil die Chancen, die gab es ja so noch nicht in der Form. Ich bin eher ein Chancen-Herausspieltod bis jetzt. Wobei das eher auch so für Leverkusen gilt. Ja, die machen es mir ja kaputt. Das... ist doch nicht die Möglichkeit. Mann! Und wieso sind wir... Ach so, nee, wir sind noch nicht mehr auswärts. Ich wollte gerade sagen, wir verlieren gerade die ganze Zeit auswärts, aber wir sind heute gar nicht auswärts. Scheiße! Und ich hatte ehrlich Ambitionen, die Bundesliga zu gewinnen. Das nächste Spiel gegen Hoffenheim ist, glaube ich, sogar das... Das... Oder? Das ist doch das DFB-Pokalspiel gegen Hoffenheim. Oh mein Gott. Das wird auch... Oh, Konopljanka wird nicht angegriffen! Bringt aber nichts, wenn man nicht ins Tor schießt. Wow, was eine Geschichte. Nach dem höchsten Sieg der Saison. 6-0. Drei Niederlagen am Stück. Geil. Naja, noch haben wir nicht verloren. Wobei bei den anderen beiden Spielen war ich auch jeweils die deutlich bessere Mannschaft, habe trotzdem verloren. Ja, weil ich die Tore nicht gemacht habe. Und hier ist es ausgeglichen. Und jetzt ist es auch ausgeglichen. 1:1. Das verdiente Tor, es ist wieder im Lot das Spiel, aber ich möchte trotzdem gewinnen. Ich darf das auch mal, wenn ich es mal nicht unbedingt crazy verdient habe, gewinnen, das wäre mal was. Nein, 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 Fährmann, oh, geiler Typ. Burgstaller, Harit. Burgstaller! Erste Ballberührung macht er hier eine Vorlage 2:1. Jawoll! Oh, seit 100 Jahren mal wieder die Führung. Und wenn wir eine geführt haben, tatsächlich, haben wir, glaube ich, auch sehr, sehr selten nur verloren. Ich glaube, am Anfang waren wir ja auch die Unentschieden-Könige. Ich hoffe, das lebt jetzt nicht wieder auf. In den letzten Spielen waren wir auf jeden Fall nicht die Unentschieden-Könige. So, die letzte Minute nochmal runterspielen mit einem Angriff. Embolo. Ach, geblockt, aber das müsste es gewesen sein. Burgstaller darf nochmal. Burgstaller! Abgepfiffen. 2:1 Sieg. So, Bayern München, bitte sag einmal, dass sie hier verloren haben. Ja, Gladbach, was sind das denn für Tiere, Alter? Dadurch bleibt, oder haben wir jetzt wieder einen erneuten Abstand von 4 Punkte. Dortmund hat sich richtig wieder hochgekämpft auf Platz 4. Da müssen wir auch bald ran. Alter, nur schwere Spiele. So, ja, jetzt die TSG im Pokal, im Viertelfinale. Oh, und danach Hertha BSC in der Liga. Och, Harit, bester Mann. Naja, dann werden wir wohl so reinstarten müssen. Auch keine schlechte Aufstellung. Oh, das ist so schön gespielt und dann ist der Chancentod Jan einfach wieder vor dem Tor. Geil, einfach geil. Wieso spiele ich mir eigentlich so gute Chancen heraus, wenn ich die eh nicht reinmache? Komm schon, oh, lenkt der den Ball an den Pfosten, dieser Doofe.
Das kann doch nicht wahr sein. 0-0 zur Halbzeit. Das kann nicht der Endstand sein, weil es ein Pokal ist, aber... Also, ich bin dafür, dass wir das schon vorher entscheiden, vor dem Elfmeterschießen auf jeden Fall, weil da bin ich gar kein Profi. Oh ja, kein Abseits. Talisker, das ist einer der besten Torschützen in meinen Reihen und ich bin aber einfach kacke. Man muss es einfach so sehen. Mann, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da so allein vom Tor anrichten soll, weil ich so häufig in letzter Zeit verkackt habe. Scheiße, ey. Nein. Oh, Gott sei Dank ist das Abseits. Uhu. Nein. Fang den Ball, jawohl. So, nochmal einen Konter. Ja, ja, okay, meine Spieler sind so ausgepowert. Ich habe auch noch keinen einzigen Wechsel gemacht. Fuck. So, 0-0 nach 90 Minuten. Es gibt Verlängerung. Ist natürlich perfekt, um gleich Champions League zu spielen und so. Dass ich jetzt hier in der Verlängerung bin und dann spiele gegen Dortmund und oh, dann seitwärts hier drüber. Ja, na, 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 geil. Sind wir eigentlich schon im neuen Jahr? Ist schon 2019? So, wieder ganz viel umgestellt. Alles klar, so muss es dann gleich weitergehen. Nein. Oh Gott sei Dank, ey. So, also. 15 Minuten jetzt nur noch. Immer noch 0-0. Burgstaller. Nee. Einfach nur nein, Alter. Was das für eine Scheiße. Ich entscheide mich immer für die falsche Ecke. 100 Mal jetzt schon hintereinander, ey. 5 Minuten noch. Es gibt Elfmeterschießen. Das ist... Scheiße ist das. Ich kann das nicht. Ich weiß noch nicht mehr, wie es richtig geht. Gott, das wird ein richtiges Problem. Alter. Ich habe 3-mal so viele Chancen wie die. Und super gute. Und ich habe sie einfach nicht reingemacht. Embolo ist offensichtlich schlecht im Elfmeterschießen. So ist meine Reihenfolge. Der dritte muss immer der stärkste sein. Der beste Elfmeterschütze. Weil da ist meistens so das, wo es kippen kann. Aber naja, so mache ich das. Okay, ich muss anfangen. Wie gesagt, Leute, ich weiß nicht, wie das geht eigentlich. Ich habe... Also ein Elfmeterschießen hatte ich noch nie im Pro Evolution Soccer. Oh Gott. Und vor allem nicht im Pro Evolution Soccer 2019. Fuck. Oh, gut. Tutorial. Wenn Sie R2 erhalten, erscheint eine Zielmarkierung auf dem Bildschirm. Passen Sie im linken Stick und... Okay. Das kriege ich hin. So ungefähr. Schauen wir mal. Oh Gott. Muss der noch... Ach! Was? Neigen Sie den Linkstick vor dem Schuss nach links oder rechts, um die Richtung auszusehen, in der Sie... Wenn er aus... Je früher... Okay, also je früher ich mich für die Seite entscheide, desto weiter springe ich auch. Okay, links. Ach, Mitte. Was ein Arsch. Mache ich das jetzt auch? Was? Alter, es ist... Hä? Muss man irgendwie später zielen oder so? Dass die das alles checken, wo ich hinschieße? Jawohl, immerhin das. Okay, jetzt muss ich mal machen. Deswegen habe ich hier, guck mal, deswegen habe ich den Besten auf die 3 gesetzt, weil ich hatte schon so ungefähr gedacht, dass das hier gut gehen wird, auf jeden Fall. Oh, Linksfuß, ja, meine Spezialität auf jeden Fall. Ich habe ja alles losgelassen. Hä? Kann man das irgendwie doch nochmal... Nee, das kann man nicht ändern. Später, wieso weiß der alles? Also ich habe jetzt schon verloren eigentlich quasi. Guck mal, als Torwart bin ich echt nicht schlecht, ne? Aber ich habe kein... Ich weiß nicht, wie funktioniert das mit dem Schießen? Muss ich irgendwie stärker? Geht das wahrscheinlich voll rüber? Ja, okay, ich habe verloren. Oder? Ach doch,
Stimmt, weil ein... Ja, die haben ja auch erst einen reingemacht. Also wenn ich den jetzt noch halte... Aber ich muss halt irgendwann muss ich einen rein... wieso ist das so schwer, ein Tor zu machen? Ja, okay. Hä? Ich verstehe das nicht. Wie schießt man einen Elfmeter, Alter? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt einfach Pech war, dass er jedes Mal in der richtigen Ecke war. Ich verstehe das nicht. So, das war's aber für diese Folge. In der nächsten Folge geht's nach Berlin oder wir spielen dort Heim. Und dann haben wir noch Champions League Hinspiel und dann auch noch ein richtig wichtiges Spiel gegen Dortmund im Derby. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Eine Bewertung wäre geil. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt auch noch kostenlos machen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Auf der rechten Seite kommt ihr noch zur nächsten Folge, soweit ihr dann draußen ist. Und zur Playlist kommt ihr auch noch. Da könnt ihr alle weiteren älteren Folgen noch schauen. Haut rein. Ciao.